So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem ersten Playoff-Halbfinale gegen die Tölzer Löwen. Ich begrüße den Trainer aus Bad Tölz, Herrn Florian Funk, unseren Trainer Leos Sulak, und darf zunächst das Mikrofon an unseren Gastwirt hier im VIP-Raum, Herrn Willi Zimber, weiterreichen. Liebe VIP-Raum-Gäste, auch in der zweiten Playoff-Runde darf ich mich heute ganz herzlich bedanken beim Gastro-Service hier aus Freiburg, beim Günter Kuri, seinem Team, für die ganz hervorragende Bewirtung. Danke. So, ich habe noch die Ergebnisse der beiden anderen Begegnungen in der Oberliga Süd für Sie und im zweiten Halbfinale oder im ersten, wie man es sehen möchte, zwischen Selb und Bayreuth steht es nach 8 Spielminuten im Schlussdrittel 3:3 unentschieden und zwischen Regensburg und Weiden nach 9 Minuten im Schlussdrittel 3:0 für Regensburg in den Playdowns. Und jetzt gehen wir in medias res, die Analyse zum heutigen Spiel, zunächst von Herrn Florian Funk aus Tölzer Sicht. Guten Abend. Ja gut, das Spiel war von Anfang an eigentlich ziemlich eng. Ich würde sagen, die ersten 30 Minuten waren ziemlich ausgeglichen. Dann haben wir begonnen, ein bisschen zu viele Strafzeiten zu nehmen. Und entscheidend war wahrscheinlich, vor dem dritten und vierten waren wir zwar völligst unnötige Strafzeiten im gegnerischen Drittel. Und gut, Überzahl haben sie uns 3 reingehaut. Das war halt die Entscheidung heute. Wir haben im letzten Drittel versucht, zurückzukommen und ging auch einigermaßen, nur es reicht ja dann nicht ganz, weil 4 Gegentore einfach ein bisschen zu viel sind. Und dann müssen wir jetzt schauen, steht es 1-0, stimmt am Sonntag wieder in Tölz. Danke. Ja, Gratulation an die Jungs, weil es war ein Kampf. Wir haben gesehen, im zweiten Drittel sind wir unter Druck geraten, da waren die Tölzer besser und der Hönke hat sehr gut gehalten und wie gesagt, in der Saison war das Überzahlspiel nicht so prickelnd. Heute haben wir 3 Tore geschossen und das war die Entscheidung. Wir werden alle Spiele sehr knapp und wir haben einen Schritt gemacht, aber jetzt müssen wir oder versuchen in Tölz was zu holen oder den zweiten Sieg zu holen. Schauen wir mal, was geht. Danke. Ein Dankeschön an die beiden Trainer für ihre Statements. Gibt es seitens der Medienvertreter hier im Raum Fragen an die Herren? Herr Kestle, Sie haben sich schon nach vorne gesetzt. Ne? Leos, du hast heute in der Saison, glaube ich, zum ersten Mal das Verteidigerpaar aus Bruchschar Brückmann getrennt. Lag es daran, dass du mit 4 Verteidigereien begonnen hast, mit 3 linken Verteidigern und 4 rechten? Oder gibt es einen anderen Grund? Ja, wir hatten 7 Verteidiger und alle 7 haben gespielt. Dann auf einer Seite mussten das 3 und auf der anderen Seite 4 sein. Und es stimmt nicht, dass das zum ersten Mal war. Die haben schon vorher zusammen gespielt, bevor der David dann krank wurde. Haben schon, glaube ich, 1-2 Spiele schon gegen Füssen so gespielt. Und es hat geklappt und heute hat es auch geklappt. Und wir müssen da mit 4 Sturm rein gegen die Tölzer spielen, weil das Tempo sehr hoch ist und mit 3 glaube ich nicht, dass wir das aushalten werden. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei Ihnen allen, auch hier im VIP-Raum, für Ihren zahlreichen Besuch. Hoffentlich genauso zahlreich Dienstag kommender Woche, dann beim dritten Spiel der Serie und im zweiten Heimspiel in Freiburg. Übermorgen Sonntag geht es auswärts in Bad Tölz aufs Eis um 19 Uhr und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Danke. Okay.